zwing mich nicht, dahin zu gehen. Du kannst mich doch weiter zu Hause unterrichten. Du weißt alles, was ich weiß. Keine Widerrede. Wir haben das Ad nauseam diskutiert. Was heißt Ad nauseam? Ach, das weißt du nicht? Tja, da muss wohl jemand zur Schule gehen. Wer kann mir sagen, was 3 plus 3 ist? Jeder weiß, dass es 6 ist. Mary, kannst du mir vielleicht sagen, was 57 mal 135 ist? Okay, wer kann 7695. Ich wüsste gern, was ad nauseam heißt. I listen to the wind of my soul. Ich denke, ihre Nichte könnte hochbegabt sein. Es gibt spezielle Schulen. Nein, ich habe meiner Schwester versprochen, dass Mary ein normales Leben hat. I've sat upon the setting sun. Wer ist die Frau vor unserer Haustür? Das dürfte deine Großmutter sein. Heilige Sch... Das ist dein MacBook, Darling. Weshalb bist du hier? Du verweigerst ihr Potenzial auszuschöpfen. Wie viele Siebenjährige beherrschen höhere Mathematik? Sie hatten das Minus vor dem Exponenten vergessen. Mary, warum hast du nichts gesagt? Frank sagt, korrigier nicht immer ältere Leute, das macht man nicht. Niemand mag Klugscheißer. Wir beantragen meiner Mandantin, das volle Sorgerecht zu übertragen. Nein! Mary! Mary! Ah, ah. Ich warne dich, wenn irgendjemand das Baby wegnimmt, ersticke ich dich, während du schläfst. Wie ich hörte, hast du Freude an Mathematik? Darauf findest du ein großartiges, vergriffenes Buch, das heißt Übergang in die höhere Algebra. Ja, ich liebe das Buch. Du hast es schon gelesen? Ja, ich bin jetzt zur Differentialgleichung übergegangen. In Begabt geht es um eine Mathematik-Meisterschülerin. Child Prodigies. Wunderkinder sehen die Welt völlig anders als die meisten Menschen. Filme wie Begabt oder Hidden Figures entmystifizieren, was es bedeutet, eine weibliche Mathematikerin oder Wissenschaftlerin zu sein. Mary ist ähnlich wie die junge Catherine in Hidden Figures, weil sie beide Mathe-Genies sind. Sie sind beide besondere, sehr clevere Kinder. Eine Sache war Mark sehr wichtig, dass dieser Film sehr ehrlich und realistisch sein würde. Wir haben mit Mathematikprofessoren und Wunderkindern gesprochen, um herauszufinden, wie sich das anfühlt. Wir wollten sicherstellen, dass wir keine Hollywood-Version einer Wunderkind-Geschichte erzählen, sondern mehr deren Wirklichkeit einfangen. Ich denke, der Film sagt, es ist okay, ein schlaues Mädchen zu sein. Und er ermutigt Eltern, deren Neugier zu fördern. Es ist wundervoll, wenn Intellekt und Geist gefeiert werden. Du wusstest, dass die Aufgabe fehlerhaft war. Wieso hast du nichts gesagt? Frank sagt, korrigier nicht immer ältere Leute, das macht man nicht. Niemand mag Klugscheiße. Begabt, die Gleichung eines Lebens. Ab Donnerstag, 13. Juli, nur im Kino. And action! Ich habe nach einem Drehbuch gesucht, in dem es um intime, persönliche Beziehungen geht. Eine Mischung aus Drama und Komödie, etwas Einfaches und Figurenbezogenes. Er ist ein sehr partnerschaftlicher Regisseur. Ich mag sehr, wie er an die Arbeit herangeht. Mary, was ist 9 plus 8? Ich bin jetzt zur Differentialgleichung übergegangen. Ja. Auch wenn alle Zutaten da sind, ohne guten Regisseur hat man nichts. Es war klar, so wie ich mich in den Stoff verliebt habe, dass er sich auch darin verliebt. Ich wusste, er ist der Einzige, der für die Regie in Frage kommt. Ich arbeite schon so lange an großen Filmen. Diesmal wollte ich etwas Einfaches, etwas, das zurückführt zu den Wurzeln des Kinos, die ich so sehr liebe, den Figuren. Sind Sie sich sicher, dass Sie wissen, was Sie tun? Nein. Der Grund, warum dieser Film so liebenswert auf mich wirkt, ist, dass Mark nicht auf den billigen Effekt zielt. Es ist die emotionale Anteilnahme, die ihn wirklich interessiert. Marks Arbeitsweise ist einzigartig in Bezug auf den Aufbau der Szenen. Er ist allen anderen immer 50 Schritte voraus. Die Verbindung zu ihm als Künstler, ich glaube, die hat gepasst. Es ist eine fesselnde, intime Story, die sich einfach richtig anfühlte. Begabt, die Gleichung eines Lebens. Ab Donnerstag, 13. Juli, nur im Kino. Mr. Adler, wo sind Sie angestellt? Ich repariere Boote. Also haben Sie keine Krankenversicherung? Nein. War es Ihre Entscheidung, mit Mary hierher zu ziehen? Genug Mathe für heute. Es ist eine wundervolle, herzergreifende Geschichte. Ihr Onkel Frank möchte, dass Mary ein normales Leben hat, auch wenn sie ein hochintelligentes Kind ist. Vorgestern hat sie mir gesagt, selbst wenn Deutschland den Euro rettet, könnte es eine weltweite Depression geben. Ich habe 3 Stunden lang die Decke angestarrt. Doch ihre Großmutter will sie durch eine Tretmühle der Bildung schicken. Es geht im Grunde um die Frage, welches Leben dieses Kind haben soll.
Du verweigerst ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich ziehe sie so groß, wie ich denke, dass Diane es gewollt hätte. Aber ich warne dich, wenn irgendjemand das Baby wegnimmt, ersticke ich dich, während du schläfst. Ich wollte wirklich zurückfinden zu den Wurzeln, die ich am Kino so sehr liebe. Den Figuren. Die Figuren haben allesamt Fehler. Sie sind sehr menschlich. Ich habe noch nie so stark mitgefühlt wie bei diesem Film. Du und dein Onkel, ihr guckt Ultimate Fighting. Das guckt man nicht einfach nur. Willkommen am Set von Begabt. Ich liebe Chris so sehr. Er behandelt mich wie einen Freund. Lass mich mal sehen. Du siehst wunderschön aus. Ich sehe aus wie eine Disney-Figur. Sie hat etwas Lebendiges, das wirklich ansteckend ist. Danke, vielen Dank. Es ist ein großer, umfassender Film, der hoffentlich viele Menschen anspricht. Du lachst, du weinst, du lachst. Ich glaube, Familien, die Leute, die du liebst, ob das eine Mutter und ein Vater ist oder zwei Mütter oder zwei Väter oder ob du mit deinem Onkel lebst wie Mary, solange du sie liebst und geliebt wirst, dann ist das Familie. Ist das zu glauben? Begabt, die Gleichung eines Lebens. Ab Donnerstag, 13. Juli, nur im Kino.